Hi Leute, Jergo hier mit einem weiteren Guide für Elden Ring. Und zwar will ich euch heute beibringen, wie ihr die Asche verwendet, wie zum Beispiel die Asche der einsamen Wölfe, die ihr von der Hexe Renna bekommt, die hier spawnt, sobald ihr das Spektralrost Torrent, also Sturmwind, bekommen habt. Dann müsst ihr hier zur Kirche zurückgehen, zur Kirche von Elle. Die Hexe spawnt hier, ihr könnt mit ihr reden. Und dann gibt sie euch sowohl eine Asche der einsamen Wölfe, als auch das Quest-Item, das ihr dafür benötigt, nämlich die geisterrufende Glocke. Sobald ihr also die geisterrufende Glocke und eine Asche im Inventar habt, legt ihr die Asche auf einen Quickstart, begebt euch in die offene Welt und an manchen Stellen im Spiel werdet ihr links dieses Geistertor-Icon sehen. An diesen Stellen könnt ihr dann eure Asche verwenden. Die sind sowohl in der offenen Welt verteilt, bei wichtigen Punkten, wie zum Beispiel hier bei dem Miniboss, oder auch regulär bei ganz normalen Bossen. Alles, was ihr dann tun müsst, ist die Asche ganz normal benutzen. Ihr beschwört eure Begleiter, in dem Fall eben die Geisterwölfe, und dann könnt ihr mit denen umherreisen. Solltet ihr das Gebiet verlassen und außerhalb des Radius dieses Bereichs gehen, dann fangen die Wölfe bzw. die Lebensleisten an zu blinken, dann solltet ihr schnell wieder zurückgehen, weil sonst despawnen die und ihr könnt keine mehr beschwören, bis ihr das nächste Mal an einem, ich nenne sie jetzt mal Bonfire, rastet. Und das Ganze in Aktion sieht ungefähr so aus, ihr schießt dann auf den netten Herrn da vorne, trefft ihn nicht und schießt dann nochmal und lasst euch sofort schlagen. Und eure Geisterbegleiter rennen dann auf den Gegner zu und lassen sich normalerweise vermöbeln bzw. machen halt Schaden. Die einsamen Wölfe sind vielleicht nicht die stärksten Begleiter, aber sie sind zumindest ein bisschen useful und tanken kurzzeitig. Und uns zum Beispiel jetzt als Magier die Zeit zu geben, ein bisschen zu casten. Und ich habe meine Wölfe gerade selber ermordet, weil ich auf sein Schild geschossen habe. Ups. Aber wie ihr seht, die tanken trotzdem weiterhin fleißig. Zumindest ist einer noch da. Oh oh. Läuft wie am Schnürchen. Und ihr seht schon, die Geisterbegleiter sind einfach sehr nützlich, um euch einfach ein bisschen mehr Luft zu verschaffen in den verschiedenen Fights. Ich kann mir auch vorstellen, dass die unterschiedlichen Begleiter in unterschiedlichen Situationen wesentlich besser sind als... Oh mein Gott! Als manchmal im Multiplayer die anderen Spieler. Weil ihr euch bei denen keine Sorgen machen müsst, dass sie sterben. Weil ihr könnt sie ja dann, nachdem ihr gerastet habt, wieder beschwören. Er hat mich gewonnen schon. Cool. Okay, das soll das Tutorial für die Beschwörungen der Aschegeister sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr weitere Tutorials für Elden Ring braucht, dann schaut auf meinem Kanal vorbei. Wenn ihr einfach andere Souls-like-Spiele bzw. Metroidvanias sehen wollt, dann könnt ihr auch auf meinem Kanal vorbeigucken. Dann ist wahrscheinlich was für euch dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.